wisst ihr was? Ich mache einfach direkt weiter, weil es so geil ist. Ah, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja, wir müssen da oben hin. Es gibt auch gerade keine weiteren... oder keine weiter sichtbaren Gebäude. Was ist denn das hier? Ist das da oben jetzt eine Art Damm? Was ist ein Damm? Warum wird der nicht angezeigt? Ich wollte eben noch sagen, die Sachen werden eigentlich grundsätzlich, auch wenn ich sie noch nicht kenne, also ich muss davon noch nichts gehört haben oder sie irgendwo auf einer Karte gesehen haben, wir werden immer die Sachen angezeigt hier unten. Ne, diese Sachen, die in der Nähe sind. Also auf der vollen Karte sind natürlich nicht alle Sachen drauf, ganz klar. Sondern nur, wenn ich davon gehört habe, aber ich könnte hier jetzt rumlaufen, alles entdecken, ohne irgendwie in der Ding weiterzugehen, soweit ich weiß. Aber dieser Damm ist jetzt dann nicht verzeichnet und ich könnte schwören, das ist auch ein Punkt. Oder vielleicht meine ich auch einen anderen Damm. Ja, wahrscheinlich meine ich einen anderen Damm. Da will ich noch mal kurz drüber schlappen. Ist das ein? Was ist das? Keine Ahnung. Zum Glück habe ich ihn nicht getroffen. Scheinbar ist es niemand Böses. Ich weiß nicht genau. Hey. Warte mal. Raider! Dog me! Untersuche Raider. Ach, vielleicht haben wir mit denen Dialog und deswegen sind die... hallo? Lass mal bitte diese Person in Ruhe. Didim. Shit. Der ist, denke ich, tot, der an mir vorbeigerannt ist. Da, der kniet da hinten, okay. Weil ich will kurz mit dem sprechen oder mit ihr. Ich glaube, das geht, dass ich kurz gechillt habe. Du kannst jetzt immer noch in Gefahr, hä? Deswegen? Hey, Dogmeat, manchmal ist es echt spaßig mit dir. Wenn du mir einfach in die Flinte reinläufst. Vorsicht. Ist der Kerl vielleicht doch nicht tot? Ne, wisst ihr was? Ich glaube, der ist nicht tot. Ich glaube, Dogmeat hat den einfach entwischen lassen. Ah, nee. Oder liegt der? Ist er das? Ja, das ist er, doch. Das waren vier Leute, oder? Ja, er ist runtergefallen. So, jetzt will ich mit dir sprechen da vorne. Und weh, du bist nicht ultra dankbar und gibst mir eine Milliarde Dollar. Guck mal, ich mach sogar die Waffe weg. So, stehen bleiben. Hallo? Hey, what? Du hast uns das Leben gerettet. Ja. Ich danke dir. Danke. Okay. Also immerhin ein Dank. Das ist ja schon mal... Das ist ein Dank, ja. Das, mehr wollte ich ja gar nicht. Ob das jetzt in finanzieller Form passiert oder in körperlicher, also ich meine mündlicher, ausgesprochener Form, da ist mir egal. Vor allem sind wir ja schon so ultrareich. Guck mal hier, 1200. Ich glaube, so viel hatte noch nie jemand überhaupt irgendwann in Fallout. Maximal 1100 oder so. Kevin, komm. Er bleibt einfach wieder da hinten stehen. Der ist zu gechillt, der Kerl. He's too fucking chilled. Jetzt ist er neben mir. Also, hier oben ist schon diese Sunshine Tidings-Ding. Und hier sind wohl irgendwelche Säuber. Leute, die gesäubert werden müssen. Kiwi! Kiwi! Nee, hier, Kiwi! Ja, ohne zu zielen, Alter. Praktisch No-Scope. Krass, ah, Scheiß. So, was mache ich in Counter-Strike, nicht? Warte, Kevin, wir gehen gleich weiter. Haarklammern, saugut. Haarklammern sind echt wichtig. Dandy Boy Äpfel. Ich will den Scheiß aber nicht essen. Ich will mir den aufheben und jetzt lieber... Obwohl, na, dann werden wir leichter. Das ist eigentlich bescheuert, alles aufzuheben. Hallo? Bra? Dogmeat, wo bist du? Ja, ja, ja. Ja? Was ist los, Dogmeat? Wo? He's turning around. Ich mache hier mal weiter, ne? Der ist mir einfach schon wieder... Oh, das ist aber ein wunderbares Klo hier. Wir säubern jetzt mal alles. Ist da was drin? Nope. Aber das hier? Ist der tot? Ja. Er wurde vom Stuhl gekillt. Wahrscheinlich ist... Kevin, was ist jetzt los? Der kann sich nicht entscheiden. Oh. Hä, warum sind die alle schon tot? Hat Mr. Dogfeel irgendwie, Mr. Dogfeel, Mr. Goodfeel alle gekillt?
Mann, Grabe. Da sind sie. Achtung. Splittergranate! Fuck, Splittergranate! Ich weiß nicht, ob ihr das aber das Meme schon kennt. Aus dem Livestream, das aber ursprünglich Karel entwickelt hat. Ich hab so ein krasses Aim. Kevin, mach jetzt irgendwas. Alter, was war denn das für eine Ausweichgeschichte? Es macht auf dem PC so unglaublich viel mehr Spaß, zu schießen live und nicht diesen Ding-Modus hier zu benutzen. Auf der Konsole habe ich fast nur den Modus benutzt. Nicht, weil ich das da irgendwie großartig schwieriger finde. Ich spiele auf den Konsolen schon ewig und bin da auch sehr aimstark auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es mit der Maus natürlich einfach nochmal ein bisschen eine andere Sache, ja? Geschwinder. Das kann man nicht so ganz vergleichen. Und oh, die Raider-Rüstung könnte möglicherweise was Schickes sein. Ich dachte, da denke ich einmal, ist es gut. Aber dann doch nicht. Ich wollte schon auf den schießen, aber das ist ja... Hier ist es Suck. What is... Verdammt nochmal, ja. Verdammt nochmal, ja. Fuck, wie geil. Der ist immer so richtig hart am Ab... ejakulieren, wenn er da sowas findet. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, warum er so ausrasten muss. Hier wächst sogar schon was. Wilde Tatorblüten. Blumen, meine ich. Abgefahren. Irgendwann ist ja auch mal wieder gut, ne? Abgefahren. Ich will zu dem leuchtenden Pilz. Nee. Keine Sorge, das in der Ferne habe ich schon gesehen. Das ist ein Kitzensalb. Boom. Zerstört diese kleine verschissene Schabe. Da kenne ich halt nichts. Da hinten, das habe ich schon gesehen. Das ist unser nächstes Ziel. Macht euch dir mal keine Gedanken, ne? Ja, ja. Bubu und Mädchen. Nein, eine legendäre Fack-Kakerlake. Boom, die hat bestimmt irgendwas Krasses dabei. Eine Lederrüstung. Mass. Ich denke nicht, dass die gepasst hat, aber... Die ist auch scheiße. Ist alles kacke hier. Vor allem du. Military Cleaver Band. Ja, wir können jetzt bauen. Das wird uns hier schon die ganze Zeit angezeigt. Man, das ist so grand wieder. So, grand bien. So, alles reingedrückt hier. Wir machen bald Handelsrouten. Darauf arbeiten wir noch hin, ne, dass wir Handelsrouten machen können. Das ist schon echt bulle wichtig. There is a PC. There is a PC. Nein, nein, nein. Rückgängig. Nein. Ja, dass der PC verschwindet, wenn ich hier... Bin ich gerade beschränkt? Was soll denn? Das ist ein... Das ist geschützt. Gar kein Problem. Ich bin ja Profi. 3, 2, 1. Guess. It's not right. Ja. Wir schauen mal. Das hier könnte was sein. Nein. Das S hinten ist also schon mal nicht richtig. Das können wir jetzt hier ausschließen. Das hier könnte sein. Was? Hey, das war gemein. Das war total gemein auf einmal. After. So ein... Ach, das kann es ja gar nicht sein. Jetzt habe ich verhuddelt. Sorry. Das hat kurz nicht gezählt. Ruby Stuff. So. Eins. Da könnte schon mal das hier ein richtiger. Na, das S vorne ist schon mal falsch. Das hier könnte es sein. Ah! Ich will das Ding nicht sperren. Ich muss wieder raus. Beim vierten Mal ist es gesperrt. Das ist ein bisschen räudig. Klump. Nee, wir nehmen den Plate. Okay. Ich habe es einfach schon gespürt. Das ist das Geräusch, finde ich nice. Das hier könnte es sein. Cool. Und es ist es! Ja, ja, ja! Proto! Ich will erstmal hier ins Protokoll rein. Das lesen wir wieder jeder für sich selbst, lesen wir das. Freiheitsfarm, Kooperative, okay, okay. Okay, Jack, das war's schon. Also er hätte uns, ich nehme an, er hätte uns auf jeden Fall helfen können beim Säubern. Wir gucken mal, was er so kann. Was er noch so für Protokolle hat. Einfach sein Protokoll, Wachprotokoll für Wartungsprotokolle zurückkehren. Soll ich mal das Wachprotokoll anschalten?
Nee, wir lassen ihn auf einfach sein. Er ist halt so grün. Hi, Grava. Das ist so grün. Abgefahren. Abgefahren. Wie seine Augen so ganz langsam rumdrehen. Ich baue mal diesen Sender. Also, wenn wir den schon bauen können. Okay, hier haben wir einfach alles schon. Ich nehme an, das lag hier einfach schon in der Kiste drin. Uns hat was gefehlt? Kristall. Nee, doch, Kristall haben uns auf jeden Fall gefehlt. Die habe ich nämlich extra markiert. Und wir können, ne, wir können keinen zweiten, doch, wir können woanders auch einen zweiten bauen. So, und diese Generatoren, diese Teile brauchen natürlich auch noch Strom. Und da können wir einen schicken Generator bauen, oder? Ah, wir haben, ach, Keramik, wartet mal kurz. Was hätte zum Windkraft gefehlt? Weil ich glaube, diese Windräder, Aluminium, die Windräder, die sind leise. Die Generatoren, die machen halt Geräusche, wobei es nicht schlimm ist. Wir können den Generator oder diese Funkantenne auch einfach hier ans Ende der gesamten Geschichte stellen und dann haben wir kein Problem mehr damit. So, jetzt müssten wir eigentlich schon genug Kram haben für den. Ja, haben wir. Oder sollen wir kurz gucken, ob wir aufs Aluminium schwitzen können? Können wir testen mal. Gucken mal. Vielleicht ist da irgendwo Aluminium verstickelt. Das ist Stahl, nehme ich an, correctly. Das ist Plastik und Stahl. Stoff und Stahl, okay. Die Leichen müssen wir dann wegtragen. Also im normalen Modus. Die kann man leider nicht hier verwerten. Ich fände es gut, wenn man Leichen einfach verwerten könnte. Also nicht zu irgendwas hin, aber dass man sie einfach entfernen könnte. Dass man sie nicht noch rumschleppen muss. Holz und Plastik ist in der Kiste. Wir brauchen halt einfach wieder diese Döschen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass diese Blechdosen nicht so viel bringen, sondern die Aluminiumdosen oder... Ne, was fehlt uns? Aluminium? Halt, jetzt bin ich gerade bescheuert. Die ist so ekelhaft. Warum kann ich den nicht öffnen? Das ist voll blöd. Wie soll ich denn das hier gescheit nutzen? Stahl, ganz viel Stahl. Ja, wir brauchen... Ja, doch, Aluminium. Genau, die Aluminiumdosen, die muss man grundsätzlich mitnehmen. Aber die Stahldosen, ihr merkt ja, da ist jetzt nicht so der Bedarf. Was ist denn hier? Schraube. Ja. Ein Bett, das hier rumsteht, brauchen wir nicht. Schade, kein Aluminium-Eimer. Ja, ich sehe es kommen, dass wir hier nichts haben, hier drin. Also kein Aluminium. Aber da müssen wir einfach ein Auge drauf werfen in Zukunft. Und das dann mitschleppen. Na, hier ist nichts. Schade. Aber hier ist schon mal ein intaktes Bett. Hier ist noch ein intaktes Bett. Wir haben also zwei Betten, die hier bereits rumstehen. Oh, warte mal. Ja, Stahl. Da fällt er einfach runter. Ach, alles Stahl. Scheiß doch der Hund drauf. Wir bauen jetzt so einen Generator. Aber mit Fusion. Geil, 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 geil. Dass man Fusionsgeneratoren bauen kann, das gab es irgendwie zu meiner Zeit. Gab es das noch nicht. Hier hinten ist noch ein Bett. Dann zeige ich euch mal geschwind, wie das geht hier. Doch, Schabel. Sorry, ich habe voll die Orientierung verloren. Ah ja, ja, genau. Ich stelle es weit weg, dass es nicht so laut ist. Wir stellen den Generator hier hin. So. Und dann müssen wir den hiermit verbinden. Es geht schon über eine gewisse Distanz mit Stromkabeln, die wir hier, glaube ich, einfach frei machen können. Also ohne dafür Ressourcen verbrauchen zu müssen. Aber es geht nicht ewig. Kabel anbringen auf Space. So. Und dann nochmal Space. Und schon ist es dran. Und jetzt läuft dieses Teil auch. Wir könnten jetzt hier, wenn wir wollten, es ausschalten. Aber wir machen es natürlich an. Und sobald wir sowas anhaben, werden weitere Leute angelockt. Vielleicht kommt es den Leuten, also die jetzt Fallout 4 oder ja doch Fallout 4 nicht kennen, von Fallout Shelter bekannt, falls ihr das gespielt habt auf dem Handy. Ich räume jetzt nur hinter das Haus, ihr wisst ja, hier spielen auch Kinder. Sowas geht ja mal gar nicht. Krass, ey. Mit dem Arsch an der Wand, die Wand abgeputzt. Wir können auch direkt gucken, was es hier noch bräuchte, damit es... achso, ja. Es ist ja eh keine Sau da, bis auf der Robocop. Dann gehen wir einfach mal weiter. Jetzt habe ich mir doch schon noch in den Kopf gesetzt, da oben reinzugehen auf die... Hier. Im Moment, ich weiß, sind wir nicht wirklich stark aufgerüstet oder ausgerüstet. Aber nichtsdestotrotz... Oh, seht ihr, da ist ein Fahrstuhl. Nichtsdestotrotz können wir, oder will ich da auf jeden Fall gucken, dass wir so weit wie möglich nach vorne kommen. Ist das hier ein alter Land? Ja, das ist eine Land-Dingens-Machine. Hört ihr es? Da wird geschossen. Hä? Oder ist das? Ich habe keine Ahnung. Hier ist das. Oder... What?
Oh Gott, das sind Gunner. Das sind Gunner. Leute, Leute, Gunner sind, sind schon echt recht harte Kollegen. Hier müssen wir auf unsere andere Runde. Warte mal, ich kann hier durchschießen. Ah, haha, das geht nicht. Schützturm kurz abziehen. Hat den Kevin schon gekillt? Deine Gesundheit ist nicht. Oh shit. Oh fuck. Hab ich gemerkt. Stimmt, wir waren ja nicht so on point, ne? In unserem Live. So. Gunner sind ziemlich krass. Das sind schon echt härtere Gegner. Aber eine Laserpistole, geil. Aber ich denke, wir können das trotzdem meistern. Wobei wir uns einmal heilen sollten. Ich esse jetzt halt einfach was. Wir haben ja so viel gekocht. Hier unten. Was habe ich denn gerade gegessen? Ich habe eben schon was verzehrt. Köterkeule. Wie freundlich den Hunden gegenüber. Leckere Köterkeulen. Komplett ohne Strahlung. Köter, kommst du? Auto, ich speichere richtig. Ich habe immer Schiss, dass mit diesen Speichereien, was, also mit diesem Schnellspeichern, dass wir da, dass ich dumm speichere und dann einen guten Speicherstand überspeichere und dann kann ich den nicht mehr nutzen. Oh, hallo, ihr seid direkt anwesend, alles klar. Ich dachte, ich kann hier oben noch ganz kurz. Hier war, ah, da ist ein Geschützturm. Okay. Natürlich ist blöd für dich, Geschütztürmchen, ne? Ja, ja. Es ist nur der eine. Ich habe nichts gesagt mit den Gunnern, lächerlich. Laserpistole haben wir schon. Silber mit Daniel. Oh. Silber, Silber, Silber. Und hier können wir auch direkt pennen. Oh. Ja, was? 300 Thronkorken? Oh, oh, Bluto. Sehr schön. Pennen wir einmal. Ratzepuh, sind wieder voll. Es wird auch langsam wieder Tag. Ihr wisst ja, mir gefällt es hier bei Tag einfach von der grafischen Geschichte her deutlich besser. Ich denke, das geht den meisten so. Wobei es natürlich auch cool ist, wenn man. Oh, Headshot surft. Geil. Wenn man ein schönes Ambiente hat im Dunkeln, ne? Lichter, Spiegel und so was. Shit. Fuck. Ja, ein schönes Licht- und Schattenspiel. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das bei Fallout auch so ausgebaut ist. Ja. Naja. Dogmeat, pass auf, das sind überall Löcher. Fall da nicht runter. Mach das nicht. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Das war's schon, oder was? Aber. Fuck, Dogmeat! Warum hast du mir nichts gesagt? Sag mal, bin ich behindert? Also manchmal frage ich mich doch, ob ich so eine ganz leichte Schädigung habe. Ja, guck mal, wie süß er guckt. Wenn dein Begleiter zu Boden geht, muss schon halt heilen. Sonst stirbt er vielleicht. So, erstmal Waffe wegstecken. Kann man dann auch schneller rennen? Erstmal Knife in die Hand nehmen. Oh, hier ist die Chich. Das ist die Chich. Und da drüben? Oh, irgendwas ist voll close. Irgendwas ist ultra close. Tschitsching, tschitsching. Zieh doch mal die gescheite Waffe, Doombots. Wo habe ich denn die jetzt schon wieder? Auf 5? Ja, nee, auf 4. Auf 4 habe ich die. Und auf 7 wechsle ich Granaten, gell? Oder auf 6? Nee, auf 7. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Oh je, Schakalaka. Da läuft jemand. Da läuft auch jemand. Wir greifen einfach mal an. Wir können nehmen. Oh, Raider Psycho. Er hat direkt nur ein bisschen was gefressen. Die haben auch ein Hündchen. Oh, krass, die fressen ordentlich. Oh, die fressen echt ordentlich, die Leute, ne? Jetzt will ich hier nicht die ganzen. Unsere ganze Munition. unsere ganze Munition verbrauchen. Oh, einer mit dem Anzug, okay. Wahrscheinlich wieder so ein Atombombenwerfer. Ach komm, ich schieß einmal drauf, um zu gucken, wie viel Damage ich dem mache. Kriege ich vielleicht immerhin den Kampf von down, zweifacher Schaden. Warum sieht mich eigentlich das Geschütz? Also hier steht Vorsicht, das heißt, ich bin noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht in Sicht. Ist eigentlich irgendwo ein Weg zum Runtergehen? Nicht wirklich, ne? Fuck, was. Wo habe ich jetzt hier rein manövriert? Vögel? They're flying some figgles. Ja! Am Ende liegt einfach ein. Oh, guck mal, die hat sich erschossen, ne?
vor Kriegsgeld. Sollen wir die vielleicht einfach mal runterschubsen hier? Zumindest ihre Waffe runterschmeißen. Ciao, ciao. Ja, da müssen wir, glaube ich, richtig ran. Die kriegen wir nicht mit dem kleinen Pimmelgewehr hier weg, ne? Da müssen wir wirklich auf close ran und die so ein bisschen zermürben von hier oben. Ist es nicht so... Ist es nicht so geil. Kann ich hier irgendwo runter? Vielleicht können wir hier... Nee. Das ist wieder so eine Rutschpartie und ich verreck dann direkt. Nicht mit mir. Wir müssen wieder runterfahren mit dem Ding. So, jetzt hier kurz aufhören zu rennen. Sonst hört er genau in dem Moment, hört er dann auf zu rennen, weil Stamina leer ist und ich springe und falle dann einfach in so ein Loch. No, no. Aber wir können noch geschwind was kochen. Und zwar Kakerlak und diesen und jenen und Sellen. Ganz viel Köder-Kyle. Ich glaube, man kann auch Essen sonst nicht anders benutzen, ne? Also ich muss jetzt nicht aufheben, um irgendwas zu craften oder so. Soweit ich weiß. Das heißt, das ist wahrscheinlich das Beste, was wir mit diesem ganzen Fleischkram machen können. Und wisst ihr was? Vielleicht wäre es auch gut, wenn wir uns so ein paar Fleischspatzen hier auf ein Ding legen würden, auf eine Schnelltaste. Maulwurfsrattenhappen. Die machen wir uns mal auf... Ja. Was habe ich denn hier? Ist das Nuka-Cola? Ah, ne, Molotov-Cocktail. Gut, doch nicht. Wir fahren Volldampf zurück. Oh. Kevin. Jedes Mal. Guck mal, dieser... Nee. Ich dachte, jetzt liegt er da unten rum. Jedes Mal muss ich Kevin in den Tod stürzen. Wir gehen erstmal zur Kirche. Das sah also so aus, als wenn da nicht so viel los wäre wie da unten. Das ist schon echt eine etwas größere Geschichte. Wo ist denn? Ist die jetzt auf 4 ist die Snipe, genau, und auf 5 ist die hier. Die müssen wir dann doch mal verbessern. Habe ich irgendwie Bock drauf. Das gehört da drin. Geräusche. Can I go up there? No. But maybe doch. Hätte ich mehr versucht. Bin ich jetzt echt gerade? Wo ist denn der Eingang? Hier vorne. Hier. Eine rote Tür. Voll merkwürdig irgendwie. Nehme ich mal kurz mit, um reinzuschauen, ob wir da was... Achso. Ach, fuck. Das ist das Zeug. Ja, ganz kurz gefreut. Ganz kurz wie ein Schnitzel gefreut. Soldaten haben sich hier verschanzt. Oh. Staatliches Vorratslager. Okay. Ach, ja, das ist zurück. Warum geht die Karte nicht mit M auch wieder zu, wenn man sie mit M aufmachen kann? Verschissel mal Whistle. Gut, hier in der Kirche ist nicht allzu viel, beziehungsweise wir haben hier dieses staatliche Vorratslager unter einer Kirche. Sehr merkwürdig. Obwohl doch, das müsste dann eher kirchliches Vorratslager heißen. Ja, die haben halt direkt Anschluss zur Kirche. Es ist, da sind auch, ist aber ein schönes Vorratslager hier. Doggy, chill. Ich hab gerade mal ein bisschen Schiss dort, Doggy. Oh. Werfe ich eigentlich einen Schatten? Nee. Dogmeat, hast du einen Schatten? Er ist wieder nicht da, klar. Natürlich. Oh. Gut, da sind Leute. Scheinbar sind noch direkt neben mir Leute. Ah, guck mal. Wir warten kurz. Dogmeat haben wir hier. Ach, ich weiß. Wo sind die Minen? Warte, auf F. Da ist nichts mehr. Auf 9. Okay. Ich kann das hier auch einfach auswählen. Geil. Ich würde gerne so eine Minen-Action machen. Brauchst dich nicht verstecken. Oh Gott, die ist gut. Wir brauchen die 7. Fick dich doch. Ich wollte gerade sagen, jetzt schmeiß ich sie ab und jetzt schmeißt sie auch was. Zum Glück war es nur. Ist sie tot? Was? Red Tourette. Wow. Es hat eine Nate gereicht, um Red Tourette zu killen. Eine kleine Nate. Verstehe schon. Ist gerade voll im Ohr. Was ist hier los? Muss mich mal wieder waschen, oder?
Gut, wir haben hier Schlafmöglichkeiten. Ja, oh, wir haben eine Nuka-Cola Quantum, Psycho und so weiter und so fort. Ein Terminal, das wir entsperren können. Keine Sorge, wenn wir hier drin sind, dann hält das Spiel um uns herum an, auch wenn die Musik anbleibt. Aged, falsch, upon. Naja. Unit? Nein. Auf ein neues. Viel. Nein. Deal. Nein. Cent. Shit. Okay. Lass mich mal, ich will ganz kurz testen, ob das wirklich so ist, dass es ausgeht, wenn wir hier die 4 Versuche reindrücken. Ich bin mir ziemlich sicher. Dawn. Cool. Ich meine natürlich, mal gucken, ob ich es direkt wieder hinbekomme. Beantown Bastard. Lily hat ein paar von Toms Leuten geschnappt, als sie am Vordereingang rumgeschnüffelt haben. Wir haben sie verhört und es klang so, als käme diese reine Flüssigdiät in der Brauerei nicht so gut an. Aber Tom, der Turm, hat angeblich einen Plan, sich bei uns ins Lager vorzukämpfen und sich unser Essen zu schnappen. Tom, der Turm. So, sollen die besoffenen Vollidioten doch kommen? Lily ist verschwunden. Lily ist verschwunden. Tom, der Turm und seine Jungs haben heute das Lager angegriffen und im Chaos ist Lily verschwunden. Ich habe ein paar Leute losgeschickt, um sie zu suchen, aber ich befürchte das Schlimmste. Wenn Tom sie irgendwie in die Finger bekommen hat, werde ich dem Bastard das Herz rausreißen und es an die Wand nageln. Level up! Ja, ich weiß. Er hat sie. Der Dreckskerl. Tom, der Turm hat Lily. Er lässt sie mir Briefe schreiben, in denen sie um Vorräte bettelt. Sie meint, er wird sie in Stücke hacken, wenn ich nichts schicke. Ich habe versucht, ein paar Leute zusammenzutrommeln, um sie zu retten, aber sie haben es mir ausgeredet. Sie meinte, Tom würde sie töten, wenn wir sie angreifen, aber wir müssen etwas unternehmen. Ich werde den dummen Wichser erstmal sein Essen schicken, blablabla, Köter draufpissen lassen, widerlich. Hab noch einen Brief von Lily bekommen, aber irgendwas stimmt nicht. Sie nennt mich Red. Ich hasse diesen Namen und das weiß sie auch. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Tom rekrutiert jede Menge Leute, jetzt wo er unser Essen hat. Ich werde einen meiner Jungs losschicken, der bei ihm einsteigt. Mal sehen, ob er herausfinden kann, was los ist. Das klingt doch schon sehr merkwürdig. Keine Spur von Lily. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Mann, den ich in die Beantown-Brauerei geschickt habe, meinte, dass Lily dort nirgends zu sehen ist. Tom muss sie irgendwo hingebracht haben. Ich habe eine Crew losgeschickt, um nach ihr zu suchen. Halte durch, Lily, wir kommen. Was ist denn da oben die ganze Zeit los? Ich habe ja auf dem Zweitbildschirm oben in OBS andauernd irgendwelche Spackungen da unten bei der CPU. Heide nein. So, Turmsteuerung. Ja, deaktivieren natürlich, ne? Wahrscheinlich bringt das jetzt nicht viel, weil wir den Turm schon gefickt haben, aber trotzdem habe ich ihn jetzt mal vorsichtshalber noch zusätzlich deactivated. Das sind die Briefe, ne? Keine Eier mehr. Hoppala, fuck. Hey, nicht einfach verschwinden. Lil. Ist das nicht hier drin? Oder ist es bei Daten? Wahrscheinlich bei Daten, ne? Ne, es ist doch hier. Wie hieß denn der Scheiß? Right, hier ist Lily. Das war's, okay. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, das ist. Hä? Bin ich bescheuert? Habe ich das nicht aufgehoben? Eben, doch, ich hab's eben aufgehoben. Achso, an meine Schwester. Ha! Schick mir noch mehr Kuchen. Okay. Und keine Sorge, Schwester. Gib ihn nicht, Schwester. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Und da haben wir schon wieder was Neues, ein Handbuch. Nett. Nett. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Nett. Da geht ihm nicht so einer, aber bei dem anderen irgendwie so, ja, fucking Goyle. Er ist halt ziemlich einseitig. Und wir sind zum Glück noch lange nicht vor. Ah ja, ausgeschaltet. Aber ich mach's trotzdem kaputt, dass wir das Zeug. Na, geht es jetzt vielleicht nicht? Ist das möglich? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Komm, wir nehmen auch noch mit und eine provisorische Autobatterie. Und wisst ihr was? Trotzdem noch kurz testen. Ich hab's gewusst. Hat einfach nur keine Live-Anzeige, aber ja, es ist schon wichtig, dass wir das Zeug haben und mitnehmen. Moment. Noch ganz kurz hier oben ratzen. Und dabei retzen, dass wir voll sind.
So. Ich habe peinliche Lärm und Squeeze hier. Jetzt können wir es mit den anderen Pissern aufnehmen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.